Dann im zweiten Teil, nach der Pause, reden wir auch darüber, wie dieses Wasser Menschenleben verändert, einfach indem es dafür gesorgt hat, dass sie zum Beispiel in Kroatien am Strand sitzen können und hier ihr Geld verdienen können. Ja, ihr werdet erfahren, wie ihr wirklich mit diesem Wasser euch ein Business, ein ortsunabhängiges Business aufbauen könnt, das dafür sorgt, dass ihr genau so leben könnt, wie ihr euch das wünscht. Klingt das interessant für euch? Gebt mir doch noch mal ein Zeichen. Sehr schön. Danke. So, was brauchen wir noch? Wir haben über Energie gesprochen. Ich sehe schon, die meisten Kameras sind an, wenn ich hier so mal durch, oder viele Kameras sind an, wenn ich hier so mal durchschaue. So, was die Energie gleich ganz arg verändert, ist, wenn wir unsere Kameras anschalten. Deshalb würde ich euch hiermit bitten, Kamera anschalten. Das erfordert schon mal, dass wir nicht völlig verratzt auf der Couch liegen, sondern vielleicht ein bisschen aufrechter sitzen und unser Sonntagslächeln zeigen, wer möchte. Also, wir bitten euch Kamera an. Wie gesagt, es ändert was für euch. Es ändert eure Energie und damit könnt ihr viel mehr hier mitnehmen. Dann möchten wir euch auch noch bitten, wie gesagt, wir machen nach der Hälfte, nach ungefähr 1,5 Stunden, eine 20 Minuten Pause, in der habt ihr Zeit zum Pipi machen, essen, rauchen, was auch immer ihr euch wünscht. Deshalb in der Zeit, wo wir hier aktiv miteinander arbeiten, wäre es super, wenn ihr wirklich konzentriert hier dabei bleibt. Essen, rauchen, dann bitte gerne in der Pause. Und dann ist mir noch ganz wichtig zu sagen, pass auf, wann werden denn Menschen besonders erfolgreich? Ich erzähle euch mal kurz zwei Sätze zu mir. Ich arbeite mit Frauen und helfe ihnen abnehmen. Was glaubt ihr, wann ist eine Diät richtig erfolgreich? Schreibt mir mal in den Kommentar rein. Jetzt hüpfe ich schon einen Schritt vor, aber das hilft mir, um hier das auch zu erklären. Wann ist eine Diät richtig erfolgreich? Habt ihr eine Idee? Schreibt mir mal in den Chat rein. Wann ist eine Diät richtig erfolgreich? Oh, da kommt jetzt nicht so viel, sehe ich es nur nicht? Oder kommt da nicht so viel im Chat? Aha. Muss ich hier mal auf den Chat umschalten? Wenn der Mensch dran glaubt, wenn die Kilo purzeln, wenn man dazu bereit ist. Also ich gebe euch hier mal kurz den absoluten, wenn ich es selber will und dementsprechend an mir arbeite. Oh, da kommt was Spannendes. Da habe ich gerade den Game Changer gesehen. Wer von euch möchte eine Information? Ich gebe euch jetzt die absolute Information, wann funktioniert eine Diät. Und ich erzähle später, wie gesagt, noch mehr dafür. Nach dem Urlaub auch schön. Ich sag's euch, sie funktioniert am besten, wenn man sie durchzieht. Was möchte ich damit sagen? Auch hier, das hier funktioniert, wenn man es durchzieht. Wenn ihr hier schon mal in diesem Call bis zum Schluss bleibt. Und wenn ihr bis zum Schluss bleibt, dann haben wir am Schluss auch noch ein schönes Geschenk für euch, weil dranbleiben und durchziehen lohnt sich immer. Wenn kein Jojo-Effekt kommt, oh Leute, ich könnte euch jetzt direkt 5 Stunden was über Diäten erzählen, aber das ist nicht das Ziel des heutigen Tages. Dazu erzähle ich nachher kurz was. Aber wichtig war hier genau, es geht ums Dranbleiben, es geht ums Durchziehen und wie gesagt, wir haben am Ende für alle, die bis zum Schluss bleiben, ein Geschenk für euch vorbereitet. So, seid ihr bereit loszulegen? Habt ihr Bock loszulegen und hier zu starten, ja? Seid ihr bereit loszulegen? Okay, dann habe ich jetzt die große Ehre, euch zwei ganz, ganz großartige Powerfrauen vorzustellen, die dieses großartige Event hier initiiert haben. Ich kenne sie beide schon sehr lange und könnte euch auch über die beiden unzählige Geschichten erzählen. Aber was mich an diesen beiden Frauen schon seit vielen Jahren so fasziniert ist, sie sind zum Beispiel Frauen, die es durchziehen. Sie sind seit Jahren Frauen, die das Leben von ganz vielen anderen Frauen verändern, gesundheitlich und finanziell. Und ich kenne keine andere
Frau, also außer diesen beiden, die schon so vielen anderen Frauen zu finanzieller Freiheit den Weg geebnet haben. Und deshalb begrüßt mit mir, mit einem donnernden Applaus, die liebe Karin und die Cynthia. Herzlichen Dank, liebe Michaela. Wow, was für ein Start hier. Ich freue mich riesig. Liebe Cynthia, so lange sind wir schon gemeinsam als Unternehmerin unterwegs. Ich freue mich riesig mit dir, das gemeinsam hier jetzt zu machen und euch ein bisschen einen Einblick zu geben, warum wir so begeistert sind, warum wir das hier auch gemeinsam mit Susanne hier ins Leben gerufen haben, dieses The Water Event. Denn das, was uns begeistert, was mich begeistert hat beim Start, das war die liebe Susanne. Und sie kenne ich schon seit ein paar Jahren aus diversen Coachings und wir waren immer in Verbindung. Und ich habe gemerkt, wie sie brennt für das Happy Water Team. Und egal, wo ich mit dem Wohnmobil unterwegs war, im Ausland, ich bin sehr, sehr viel gereist. Sie hat mir erzählt, was man alles machen kann mit diesem Wasser. Und deswegen war das auch mein Start, um direkt loszulegen. Denn das, was sie erzählt hat, hat mich so begeistert, dass ich irgendwann mich näher informiert habe. Was ist denn eigentlich dieses Happy Water Team? Was ist denn dieses Wasser? Und ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie viele haben wir denn hier, die heute das erste Mal überhaupt von dem Wasser hören, damit wir mal ein Gefühl dafür kriegen, wie viele kennen das schon oder wie viele sind neu. Schreib mal eine Eins rein, wenn du das erste Mal überhaupt in so einer Veranstaltung bist, über das Wasser mehr hörst und eingeladen worden bist und neugierig warst. Schreib mal gerne rein eine Eins, dann wissen wir auch ein bisschen darüber Bescheid. Ja, Susanne hat ja vorher ganz stark im Management gearbeitet, 400 Mitarbeiter gehabt als Führungskraft, als sie auf der AIDA war. Und ich kenne ihre Geschichte, als sie irgendwann gesagt hat, so nach der Geburt ihres Sohnes, sie startet durch mit diesem Business. Und zeitgleich war ich vorher in einem anderen Unternehmen und so haben wir uns über die Jahre auch immer besser kennengelernt. Und dann war die Zeit einfach reif, mir das genauer anzuschauen, dass das, was sie geschafft hat, das hat mich so geflasht. Über 10.000 Kunden hat sie mit dem Happy Water Team erreicht. Und als ich das alles mitbekommen habe, was es bedeutet und wie dieser Service-Gedanke dahinter ist im Happy Water Team, war ich absolut fasziniert. Wir werden darüber nachher noch ein bisschen mehr erfahren, aber ich möchte euch ganz kurz mitnehmen, warum ich so on fire war und warum es auch Cynthia war, als ich hier davon erzählt habe, meine liebe Cynthia. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid und vielen lieben Dank ja, für euer Vertrauen, dass ihr morgens um 11 hier mit uns eure Zeit verbringt. Ja, wie ist es so, ne? Die Karin hat es gerade erzählt, das Ganze läuft natürlich immer über Vertrauen. Die Karin kennt die Susanne schon eine Weile, ich kenne die Karin ein halbes Leben gefühlt und habe sehr viel mit ihr schon gemacht. Und wenn Karin mir was erzählt von einer Person und einem Thema, da höre ich hin. Da weiß ich ganz genau, ob es um großartige Menschen sich handeln oder um ein Produkt, das wirklich Leben verändert. Und so war es, um es kurz zu machen. Ich habe durch Susanne das Produkt kennengelernt, was ich nicht kannte vorher, aber schon seit über 20 Jahren auf der Suche war. Und vielleicht findet jemand Von euch, ihr wisst ja, es ist ja gar kein Geheimnis, dass wir heute über Wasser reden und es könnte ja ein bisschen langweilig sein. Allerdings ist es alles andere als langweilig, weil wir sind zu 90% oder bis zu 70% aus Wasser. Unser Hirn ist sogar zu 90% aus Wasser. Und eins war mir schon immer klar, Wasser ist lebenswichtig für unsere Schönheit, für unsere Gesundheit, für Prävention. Aber ich hatte keine Ahnung, wie ich das lösen soll. Es gibt da so viele Anbieter, es gibt da so viele Menschen, die ihre Sachen toll finden. Und wie es immer so ist, man hört auf die Person, der man vertraut. Und genau so habe ich es gemacht und bin mega dankbar, dass ich heute hier sein darf. Und auch, ihr seht das schon, ich bin hier in der Küche und ein bisschen schwärmen darf, warum es mich so begeistert hat. Und ja, auch ein wichtiger Punkt. Neben einem Produkt ist für mich das Thema Service extremst wichtig. Service und Support. Wenn ich ein Produkt kaufe und ich werde aufgenommen und ich weiß genau, dass ich
für alle meine Fragen, dass jemand da ist, dass ich Prozesse habe, dass ich weiß, wie ich die Dinge installiere, wie das alles funktioniert, dass da jemand dran gedacht hat. Und das war Susanne, die hat über 7 Jahre das schon aufgebaut und dafür bin ich mega dankbar. War ein großer Punkt, warum ich hier ihr mein Vertrauen schenke. Ja, und Susanne Dulle, darüber werden wir gleich noch ein bisschen mehr sprechen und ich habe sie dann auch im Interview. Also ihr dürft gespannt sein. Wir sehen hier schon gerade die Fragen im Chat. Es kommt alles. Wir haben heute knapp 3 Stunden jetzt noch. Also deswegen freuen wir uns denn ja, dass wir euch auch ein bisschen mitnehmen dürfen, denn das ganze Thema dahinter, was du jetzt auch gesagt hast mit dem Service-Gedanken, was es alles bedeutet hat, auch diese Entscheidung, wenn du heute eingeladen wurdest, wo bist du hier? Woher kommt das Gerät? Woher kommt, da hinten sieht man das schon ein bisschen bei Sinja, woher kommt denn das Ganze, womit wir unser wunderbares Happy Water machen? Und da sind wir bei keinem Geringeren als dem Marktführer für Ionisierung und Ionisationsgeräte, der seit 50 Jahren auf dem Markt ist. Und wir waren so happy, dass es ein japanisches Unternehmen ist, in Jano, weil wir wissen um die Werte und die Tradition, die da einfach vorherrschen. Das ist nicht etwas, was eben mal gerade, weil es Hype ist, gemacht wurde und schnell entwickelt wurde, sondern etwas, was über Jahre wirklich kontinuierlich ehrlich, sicher und mit der höchsten Qualität entwickelt wurde. Und wenn du heute hier bist und eingeladen wurdest wegen dem fantastischen Wasser, wollen wir dich auch gar nicht länger warten lassen, denn wir möchten dir jetzt gleich mal ein bisschen live zeigen, was uns so begeistert hat, Sinja, ne? Was diese Faszination war, als wir das erste Mal trinken durften aus diesem wunderschönen Gerät, was wir K8 nennen oder was sich K8 nennt. Und das ist ja die Wasserquelle für zu Hause. Und als du das getestet hast und es in deiner Küche stand, da ging es schon richtig los bei deiner Family. Und schreibt uns mal gerne rein, wie neugierig seid ihr denn jetzt alles mal mitzubekommen, wie das dann hier funktioniert? Wir wollen mal ein bisschen von euch lesen. Ja, sehr cool. Dankeschön. Also, wir starten damit, dass wir euch ein bisschen durchführen, beziehungsweise Sinja führt euch durch und zeigt euch, was uns da so fasziniert hat, weil es ist nicht nur eine Wasserquelle für zu Hause, sondern, und das fand ich besonders toll, du kannst es überall mit hinnehmen. Du kannst damit reisen, du kannst es mit in Flieger nehmen, du kannst damit das im Wohnmobil anschließen. Es ist wirklich portabel und das Schöne dabei ist, ja, es ist auch noch leicht. Und was es dafür auch noch für schöne leichte Taschen gibt, damit du es überall auf dem Trolley mitnehmen kannst. Das war für mich als die, die gerne reist. Wo sind die Menschen hier, die gerne reisen? Mal kurz, ja. Gibt es da noch mehr, die sagen, oh, ist ja schön, wenn es zu Hause steht, aber ich will es mitnehmen? Ja, so genau ging es mir auch. Und deswegen ist das so schön portabel, auch wenn es sind ja jetzt gerade so angeschlossen hat, dass es natürlich wunderschön auch an die Wasserleitung entsprechend geht und sie daraus zapfen kann. Sinja, legen wir los, oder? Wir starten mal mit pH-Wert 7, oder? Und legen Ja, los. wir starten jetzt mal so grundsätzlich. Ja, wir sprechen hier nicht über ionisiertes Aktivwasser, das du in Fläschchen kaufen kannst oder in irgendwelchen Serum, Sprühflaschen etc., sondern wir sprechen heute darüber, wie du dein ionisiertes, hochstrukturiertes Wasser selbst herstellen kannst. Und es ist deine Wasserquelle für zu Hause. Ihr seht es. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Also, es ist nicht so einfach. Mir fehlt noch das Profiteam hier an Kameraführung, aber ich denke, ihr könnt das sehen. Dieses Gerät steht hier in meiner Küche und ich möchte für alle die, die Design lieben, gleich mal sagen, vorweg. Mein erster Gedanke war, oh mein Gott, meine Küche ist der Mittelpunkt meiner Familie, meines Hauses und ich habe mir sehr viel Gedanken gemacht über den Style meiner Küche. Und dann dachte ich mir, will ich mir wirklich so ein Gerät ins Haus stellen? Und ganz ehrlich, als ich erfahren habe, was dieses Gerät kann, hätte das auch ehrlich gesagt quietschgrün sein können. Ich hätte es mir hingestellt. Aber seht selbst, es ist sehr unsichtbar, aber es ist mein Lieblingsgerät. Ich liebe es mehr als mein Kaffeevollautomat. Den habe ich sogar weggepackt deswegen. Und ich zeige euch jetzt einfach mal in der Anwendung. Wie möchtet ihr mal sehen, wie das einfach funktioniert?
Zeig Sehr mir. gerne, Cindy. Und am besten könnt ihr es alle sehen, wenn ihr oben auf eurem Bildschirm bei Ansicht auf die sogenannte Sprecheransicht geht. Dann seht ihr nämlich nicht so viele kleine Bilder hier, sondern sind ja im Großformat mit der K8. Also oben rechts ist es meist auf dem Laptop Sprecheransicht. Und dann klappt das auch. So, das Wichtigste an der Stelle, die Installation geht ganz easy, schaffen auch Blondinen, ja, also auch ich habe es geschafft, falls du Sorge hast, kein Ding. Die Susanne hat in ihrem After-Sales-Prozess super tolle Videos für die Installation kreiert, also kann wirklich jeder. Ich zeige dir jetzt mal, wie ich das gemacht habe. Und zwar habe ich einen extra Wasserhahn-Lösung mir angeschafft, weil ich das irgendwie komfortabler finde. Auch darüber hat sich Susanne schon Gedanken gemacht, also frage gerne die Person, die dich eingeladen hat, später dazu. Du machst ganz normal dein Wasser an. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen. Und dann seht ihr, die Maschine spricht sogar mit dir. Ja? Und zwar kann die mehrere Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Chinesisch, ach, Türkisch. Ich glaube, die spricht sehr, sehr viele Sprachen. Mit mir spricht sie Deutsch. Und ich fange jetzt mal an bei einem pH-Wert von 7,0. Wer weiß, was das heißt? Der pH-Wert 7,0 ist der pH-Wert, mit dem wir eigentlich alles trinken oder zu uns nehmen sollten. Der kommt auch aus dem Wasserhahn. Und das bedeutet, dass hier direkt aus der Maschine sauberes Wasser kommt. Ich mache es mal aus, dass ihr mich besser hören könnt. Sauberes Wasser heißt, es wird komplett gereinigt. Es geht durch einen schönen Filter, der ist auch hier drin, installiert. Sehr saubere Sache, muss nur einmal im Jahr oder je nach Durchfluss 6 bis 12, alle 6 bis 12 Monate gewechselt werden, geht total easy. Und es wird gereinigt von Chlor, Kalk, all diesen Dingen, die man nicht im Wasser haben will. Aber noch viel mehr, was da so in unseren Leitungen schwirrt. Also da habt ihr sauberes Wasser. Das ist mal das Erste. Aber wir möchten heute über basisches Wasser reden. Und der Punkt ist der, wer sich schon mal darüber nachgedacht hat und sich mit Gesundheit beschäftigt, weiß, das Wichtigste ist, dass wir unseren Körper, in die Säurebasenhaushalt in unserem Körper im Gleichgewicht halten. Das ist eigentlich die ganze Magie dahinter. Und wenn wir jetzt anfangen, basisches Wasser zu trinken, dann schaffen wir das jeden Tag. Und so machen wir das gerade, wenn wir starten, trinken wir Kangenwasser 8,0. Du kannst das im Endeffekt jeden Morgen, wir haben ja auch schöne Flaschen, auch darüber sprechen wir noch, wo die Flaschen herkommen, kannst du dir deine Flaschen abfüllen, so viel wie du willst, für dich selbst, für deine Familie, deine Nachbarn. Ich habe inzwischen die halbe Nachbarschaft schon damit versorgt. Und du trinkst basisches Wasser. Und was passiert, wenn du basisches Wasser trinkst? Du entgiftest Schritt für Schritt. Du fühlst dich lebendiger. Ich kann aus meiner Sicht sagen, ich bin zum Glück nicht krank und ich war es auch schon sehr, sehr lange nicht mehr. Aber ich habe morgens dieses Problem, dass wenn der Wecker klingelt, dass ich mindestens 20 Mal auf die Snooze-Taste drücke. Wer kennt das, weil ich nicht raus will? Und seit ich dieses Wasser trinke, und das hat keine Woche gedauert, wache ich vorm Wecker auf. Ich stehe wirklich auf, ich fühle mich lebendig und fit. Und das liegt natürlich daran, dass meine Zellen komplett bewässert werden, dass der ganze Körper entgiftet, gereinigt wird. Und das schon alleine ist für mich die Magie. Mehr brauche ich eigentlich gar nicht, mehr wollte ich gar nicht, als ich mir die Maschine angeschafft habe, bis ich gelernt habe, dass da noch viel, viel mehr geht. Und ganz ehrlich, wir können heute nur ein bisschen anreißen, ja, was hier möglich ist. Du kannst den pH-Wert auch steigern. Dazu musst du einfach nur aufs Display drücken. Ihr seht schon, Kangenwasser 9,0. Das benutze ich zum Beispiel, wenn ich Spaghetti oder Nudeln koche oder Reis. Da nehme ich einfach einen Topf, auch hier, mache mein Nudelwasser und ich muss mit aufpassen, die quatscht mir immer dazwischen. Da mache ich mein Nudelwasser damit. Und was denkst du, ja, was soll denn da besonders sein? Deine Nudeln werden viel aromatischer, sie werden al dente und sie kleben nicht mehr zusammen, egal wie lang sie danach noch rumstehen. Vielleicht kennt ihr das. Gemüse, Fleisch, also lege alles im Kangenwasser ein. Ich mache damit Soßen und Suppen. Das ist der Knaller. Also das ist unfassbar eigentlich. Und ich bin noch gar nicht durch, was alles möglich ist. Soßen werden sämiger. Du brauchst nicht mehr so viel Gewürze, weil auf einmal der Geschmack der Zutaten wird viel intensiver. Das ist unbeschreiblich.
Dann haben wir auch noch die Möglichkeit, und da möchte ich euch auch gleich noch ein Beweis zeigen, wenn wir nach Ende unseres Online-Events hier Zeit haben. Ich werde diese Blaubeeren, übrigens, 1 Kilo Blaubeeren hat so viele Antioxidantien, ist ein Anti-Aging-Effekt. Ein Glas Kangenwasser hat so viele Antioxidantien wie 1 Kilo Blaubeeren. Könnt ihr euch mal merken, das ist sensationell. Ohne Fruchtzucker und ohne Kalorien. Und die wasche ich euch, weil ich lege auch mein Obst und mein Gemüse in Kangenwasser ein, um es von Pestiziden zu befreien. Leitungswasser reicht da leider nicht. Deswegen werde ich euch dann auch im Anschluss zeigen, was mit dem Wasser passiert, wenn ich Blaubeeren in Leitungswasser wasche und wenn ich Blaubeeren in Kangenwasser wasche. Die sind vom Biobauern ganz frisch gestern gekauft. Werde es gleich auffüllen und euch dann am Ende des Tages zeigen, was dabei rauskam. Wer ist da neugierig? Glaubt euch, mir hat es die Schuhe ausgezogen, als ich das erlebt habe. So, und das heißt, diese Maschine ist bei mir, das ist mein Baby. Also es ist das wichtigste Gerät in meinem Haus. Ich kann es euch wirklich, wirklich sagen. Und jetzt kommt noch ein Punkt. Moment. Du kannst das Wasser auch auf, jetzt muss ich gucken, ob die Brille nicht auf. Hört ihr das? Auf stark saures Wasser einstellen. Was bedeutet, du hast hier einen Hauptschlauch und einen Sekundärschlauch. Durchfluss ein bisschen verhindern. So, jetzt kommt im Hauptschlauch, kommt pH-Wert 11,5 raus. Ich merke schon, Multitasking ist so nicht meins heute. Ist mir noch zu früh. 11,5. Ich kann euch nicht alles sagen, was passiert, wenn ihr regelmäßig ein kleines Schnapsgläschen davon trinkt. Aber ich mache das jeden Morgen. Sehr spannende Effekte. Und im Sekundärschlauch kommt 2,5 ein halber pH-Wert Wasser raus. Was du damit machen kannst, ist auch sensationell. Es wird nämlich antibakteriell, desinfizierend. Du kannst damit nicht nur Obst und Gemüse komplett von Pestiziden befreien, sondern du kannst es auch zum Putzen verwenden. Wir hatten vor kurzem eine Vertriebspartnerin gesprochen, die ist Therapeutin mit eigener Praxis. Und sie hat uns erzählt, dass sie zu den krassen Corona-Zeiten ihre komplette Praxis damit geputzt hat. Und es gab keinen einzigen Krankheitsfall in ihrer Nähe und Umgebung. Das ist wirklich krass. Also du brauchst keine teuren oder ungesunden Mittel mehr kaufen. Du hast es aus der Leitung. Und das andere ist eben das stark basische Wasser. Ich kann euch nicht alles erzählen, aber das da ist absolut mein Lieblingsbuch. Spricht gerne mit der Person, die euch eingeladen hat. Das ist für mich meine Apotheke. Und vielleicht kleine Geschichten dazu. Ich habe hier in meiner Familie zwei Menschen, die mir sehr am Herzen liegen, mein Sohn und meine Mutter. Beide sind seit über 2 Jahren sehr stark chronisch erkrankt. Und mein Sohn zum Beispiel ist alle 3, 4 Wochen erlebt er Symptome einer starken Grippe mit Schüttelfrost, hohem Fieber. Und dann geht es ihm ganz schlecht. Und er wohnt eigentlich nicht mehr zu Hause, aber ich habe ihn jetzt vor ein paar Wochen gebeten, ein bisschen wieder bei Mama einzuziehen, damit ich ihn einfach mit unserem Wasser aufpäppeln kann. Und glaubt's mir oder glaubt's mir nicht, es geht ihm so viel besser. Er ist noch nicht gesund, aber die Abstände sind größer geworden und er wird schneller wieder fit. Und das ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das für mich als Mutter bedeutet, aber natürlich auch für ihn. Meine Mutter hat ja den schwersten, starkes Rheuma, so den schwersten Grad, den man erreichen kann. Sie hat sehr starke Schübe, das heißt, sie ist sehr, sehr ja mit ganzen Körperschmerzen. Sie ist sehr stark abgenommen, ihr geht es überhaupt nicht gut. Und auch hier, nein, das Wasser heilt sie nicht davon, von dieser Krankheit. Aber ich kann euch sagen, es geht ihr viel, viel besser. Sie ist auch wieder fitter, hat mehr Appetit, sie strahlt mehr. Sie hat mehr Kraft und sie sagt sogar von sich auch, dass die Schübe einen größeren Abstand haben. Und ich finde das sensationell, weil wir haben in den letzten 2 Jahren so viel ausprobiert. Nichts hat geholfen. Und seit wir das Wasser umgestellt haben, sie trinkt jeden Tag 3 bis 4 Liter davon mit Freude, weil es übrigens, hatte ich es schon erwähnt, es schmeckt unfassbar gut. Es ist süffig. Es ist echt süffig. Also es ist wie wenn du im Urlaub bist und trinkst einen leckeren Wein. Ja, kannst du nicht dann genug davon bekommen? So ist das hier mit dem Wasser. Nur hast du keinen Kater hinterher.
Und ja, meiner Mutter geht es Hilft sensationell und aber sie war keinen zu vor bekommen. kurzem. Ne? Cynthia, es hilft auch keinen zu bekommen, wenn man es vorher trinkt, wenn man Genau. es in Maßen vielleicht dann feiert, aber es hilft extrem gut. Hier wurde gerade gefragt, nochmal, ob du das Buch nochmal hochhalten Ja, kannst. das mache ich Nochmal sehr dein. gerne. Das Ja, mache ich ja. sehr, sehr gerne. Ihr wisst, wir dürfen hier keine Versprechungen machen, aber ich kann euch dieses Buch ans Herz legen. Danach wird auch die Susanne und die Michaela mit Sicherheit nochmal drüber reden. Aber meine Oma hat zu mir immer gesagt, wenn du krank bist, du musst viel trinken. Und das klingt so ein bisschen lustig, ja, als würde Wasser helfen. Aber es ist tatsächlich so, es betrifft so viel in unserem Körper, so viele Prozesse. Und ja, es hilft, vor allem wenn du richtig wertvolles Wasser trinkst, das dann auch wirklich direkt in die Zellen geht und nicht einfach durchgeht und auf der Toilette wieder rauskommt. Auf jeden Fall, was ich damit sagen will, ich bin so begeistert, weil es eben nicht nur darum geht, reichlich Wasser zu trinken, sondern dass ich sehe, was im gesundheitlichen Aspekt passieren kann. Und das fasziniert mich einfach. Und Prophylaxe ist hier ganz groß geschrieben. Also bevor du irgendwo hingreifst, ja, achte auf dein Wasser. Und Karin hat es gerade gesagt, ja, dass wenn du feiern gehst und du trinkst, bevor du ins Bett gehst, 2 Gläser Kangenwasser, hast du definitiv hinterher keinen Kater. Und das liegt einfach daran, Alkohol dehydriert unsere Gehirnzellen und die trocknen aus. Keiner will, dass unsere Gehirnzellen austrocknen. Und dann sind wir nämlich auf Dauer nicht besonders intelligent, wie ihr euch denken könnt. Und das Kangenwasser sorgt dafür, dass die Gehirnzellen, wie auch die anderen restlichen Zellen des Körpers, bewässert werden, entgiftet, gereinigt. Täglich. Das heißt, du bist in einem andauernden Prozess und das macht das Ganze so wertvoll. Und ich sehe es eben in meiner Familie. Meine Mutter kam vor kurzem heim, wurde ein Test bei ihr gemacht bezüglich ihres Gesundheitszustands im Fitnessstudio und ihrer Leistung körperlich und geistig. Und dann hat man sie gefragt, weil sie ist 70. Sie ist so mega befeuchtet, ihre Haut ist so straff und sind Feuchtigkeitsmesser. Sie haben noch nie erlebt, dass man in diesem Alter so eine pralle Haut hat und so einen hohen Feuchtigkeitsgehalt. Und dann sagte sie, kann das sein, dass das mit dem Wasser zu tun hat? Ich glaube schon und ich glaube, ihr werdet heute noch ganz, ganz viel darüber erfahren. Also zusammenfassend, ja, du musst es unbedingt trinken, du wirst damit aber putzen, du wirst damit auch putzen. Du wirst damit kochen, du wirst dein Gemüse damit einlegen, dein Obst und du wirst vor allem Dein Beauty-Spray aus dein Beauty eigener Spray. Maschine Danke. haben. Merkt ihr, ich bin schon ganz gaga. Beauty, so jetzt kommt die Schönheit. Ich habe es am Schluss genommen. Sie ist es ja nicht das Wichtigste, die Schönheit. Aber, so. Ja, jetzt möchte er natürlich den Reinigungsprozess. Ist aber nicht schlimm. Du hast noch eine Taste und die heißt Beauty Wasser. Beauty Wasser, das ist das 6.0er. Und da drückst du drauf, füllst es in ein Sprühfläschchen und dann bespritzt du dein Gesicht damit und sämtliche Körperteile, auf die du Lust hast. Es strafft, es befeuchtet, es sorgt dafür, dass die Poren feiner werden und es fühlt sich einfach mega an. Du kannst mit der Maschine deine eigene Kosmetik anrühren. Und das ist so verrückt. Wir werden darüber ganz viel sprechen. Das würde jetzt heute den Rahmen sprengen. Aber eins wäre noch wichtig, weil wir schon bei Beauty sind, liebe Sinja. Noch eine Minute zum Abschluss. Du hast nicht nur das wunderschöne Gerät in der Küche, du hast auch das gleiche und das nennt sich Anespa, wunderschön für die Beauty-Bereiche in deinem Badezimmer. Da nehmen wir diesmal jetzt nicht das Laptop mit. Ja, das würde jetzt hier, glaube ich, den Rahmen sprengen. Aber magst du noch mal ein, zwei Worte zu der Anespa sagen, was das bedeutet, wenn du da drin badest und deine Haare wäschst? Also, ihr könnt euch vorstellen, was es innen macht. Was denkt euch, was dieses Wasser von außen macht? Und ja, vielleicht sprechen wir im nächsten Moment, Event mal aus dem Badezimmer. Ich kenne euch ja noch nicht so gut, deswegen werde ich euch jetzt nicht in die Dusche mitnehmen. Ich bade damit regelmäßig und nicht nur ich, sondern die ganze Familie. Und es zieht natürlich dem Wasser noch mehr Chlor. Es setzt Mineralien zu. Du hast eine eigene Thermalquelle in deinem Badezimmer. Deine Haut wird straffer, hatte ich schon erwähnt. Empfindliche Haut wird sogar geschützt.
und dein Haar glänzt und deine Haut wird durchfeuchtet. Das sind erstmal die ganz wichtigen Aspekte. Du brauchst überhaupt kein Conditioner mehr. Shampoo reicht vollkommen. Die Haare sind wirklich weich und lassen sich super gut frisieren. Meine Familie liebt es auch nach der Rasur, ja, ob das Gesicht ist oder diverse andere Körperteile. Wenn du mit diesem Wasser duscht, dann ziehen sich die Poren zusammen. Das heißt, du hast keine empfindlichen Stellen. Das heißt, die Haut ist total gesund, egal wie du sie vielleicht mit der Rasur belastest. Das sind jetzt nur eine kleine Zusammenfassung. Es soll gegen Hautalterung helfen. Halleluja. Stell dir vor, wie Kleopatra jeden Tag in deinem Schönheitsbad. Und Pigmentflecken soll es auch verhindern. Das kann ich jetzt persönlich nicht sagen, aber wir sind gerade im Test. Was ich aber sagen kann, Straffung funktioniert definitiv nicht nur im Gesicht, liebe Karin. Da kannst doch du was drüber sagen. Ja, noch ein Wort dazu, bevor ich überleite. Liebe Cindy, herzlichen Dank. Also das Thema Straffen ist, finde ich, so eine Bereicherung in allen Ebenen. Und ich kann nur schwärmen, weil ich hätte es nicht gedacht. Ich wollte eigentlich gesundes Wasser trinken, aber dass ich gleichzeitig einen straffen Körper, fast dellenfrei und einen gepushten Busen bekomme, indem ich das extra Wasser draufsprühe, das hat wirklich alles getoppt, was ich mir erhofft habe. Weil es war überhaupt nicht bei mir auf dem Schirm. Und Michaela wird sicherlich uns gleich noch ein bisschen mehr erzählen, was das mit dem Thema Beauty zu tun hat. Und ich freue mich jetzt drauf, liebe Michaela, wir kennen uns auch schon so lange. Und du bist Bestseller-Autorin, du bist Musical-Star, du hast auf großen Bühnen dieser Welt gerockt, getanzt und auch als Trainerin. Und ich bin so dankbar, mit dir gemeinsam auch jetzt dieses Business zu rocken. Herzlich willkommen, großen Applaus an Michaela Wild. Bitteschön. Dankeschön. Ja, liebe Karin, ich freue mich jetzt gerade erstmal über den Tipp mit dem Wasser auf dem Busen. Ne? Den Effekt, den kenne ich noch nicht. Das werde ich definitiv ausprobieren. Vielen Dank dafür. Wie viele von euch haben denn schon mal versucht abzunehmen? Gebt mir doch mal ein Handzeichen. Wie viele von euch, oder schreibt es mir in den Chat, haben schon mal versucht abzunehmen? Okay, da sehe ich jetzt gar nicht so viele. Also entweder schlaft ihr gerade, jetzt sage ich mal kurz, hallo, aufwachen! Denn in meiner Erfahrung haben 95% der Frauen ab 30 schon mal versucht abzunehmen. Und wir haben hier, glaube ich, vorrangig Frauen hier. Also nochmal, wie viele von euch haben denn schon mal versucht abzunehmen? Sehr schön, danke schön. Okay, und bei wie vielen von euch war das so, dass ihr gesagt habt, okay, jetzt nehme ich ab. Und dann habt ihr es einfach zack mit easy peasy durchgezogen zu eurem Traumkörper und danach nie wieder ein Kilo zugenommen. Bei wem war denn das so? Okay, da sehe ich jetzt nicht so viele Hände. Okay. Ja, Überraschung, das ist das, was den meisten passiert. Ja, unser Körper lebt, unser Körper bewegt sich. Also erstens ist es schon mal so, dass die wenigsten Leute eine Diät bis zum Ende durchziehen. Und wenn sie es durchziehen, dann lebt unser Körper weiter und die meisten von uns nehmen früher oder später zu. Ich mache mal einen ganz kurzen Ausflug in die Diät. Ich werde ganz oft gefragt, Jojo-Effekt, lass grüßen. Ja, genau. Jojo-Effekt, ich liebe Jojo-Effekt, denn wisst ihr, was der Jojo-Effekt ist? Möchtet ihr wissen, was der Jojo-Effekt ist? Der Jojo-Effekt ist vor allem ein Effekt in unserem Kopf. Es ist vor allem ein Effekt in unserem Kopf. Es ist unser Unterbewusstsein, der den Jojo-Effekt macht. Aber das würde jetzt ein bisschen ausschweifen, darüber hier zu erzählen. Aber ich sage es euch, Jojo-Effekt ist ein Effekt des Kopfes. Okay, wie lange helfe ich schon Frauen abnehmen? Also angefangen, dass ich Frauen helfe abzunehmen, habe ich vor 14, nee, muss schon länger her gewesen sein, vor 15 oder 16 Jahren irgendwie sowas, habe ich in einem Fitnessstudio gearbeitet. Ich stand abends auf der Bühne und habe Musical gespielt und tagsüber habe ich noch 3 bis 4 Tage im Fitnessstudio gearbeitet. Und im Januar war das Fitnessstudio bumsvoll. Was glaubt ihr, wie lange hat es gedauert, bis es wieder leer war?
2 Monate, 3 Monate, 3 Wochen, ein bisschen mehr wie 3 Wochen, weil der Januar hat sich ja ein bisschen gezogen. Also die ersten Tage Januar, im Januar kommen auf jeden Fall die meisten Anmeldungen rein im Fitnessstudio. Im Februar sieht man dann auch tatsächlich Leute im Fitnessstudio. Und im März ist es dann quasi wieder leer. Genau so ist es. So, das heißt, die meisten von uns kennen das, wir nehmen uns vor, wir wollen abnehmen und dann sind wir am Anfang super motiviert und irgendwann hören wir es wieder auf. Und wie viele von euch wollen wissen, woran das liegt? Ja, ich sag's euch gleich, es hat nichts damit zu tun, dass wir stinkfaul sind. Damit hat es nichts zu tun und es liegt nicht an fehlender Disziplin, sondern auch das ist ein Effekt unseres Unterbewusstseins, den wir ganz easy peasy verändern können. So, aber wie viele von euch haben denn schon mal gesagt, wir alle trinken jeden Tag, richtig? Ja? Okay. Und wie viele von euch haben denn schon mal gesagt, Diäten haben wir alle schon mal aufgehört, aber wie viele von euch haben denn schon mal aufgehört zu trinken? Niemand, ja. Wir hören nicht auf zu trinken. Es ist sehr einfach, eine Diät aufzugeben, aber wir hören nicht auf zu trinken. Solange wir leben, werden wir trinken. Und wie geil wäre es denn jetzt, wenn wir einfach nur durch das Trinken des richtigen Wassers abnehmen können? Ja, ungeduldig. Der Mensch will sofort Ergebnisse sehen. Okay, ihr wollt ein sofort Ergebnis sehen. Ich erzähle euch mal ein wirklich sehr schnelles Ergebnis, ja. Niemand von uns hört auf zu trinken. Wir alle trinken regelmäßig. Und was würdet ihr sagen, wenn ich jetzt sage, dass ihr rein durch das richtige Trinken von Wasser, ohne sonst irgendetwas zu verändern, im Monat 1 bis 2 Kilo abnehmen könnt? Geil, oder geil? Einfach nur durch das richtige Trinken von Wasser 1 bis 2 Kilo im Monat abnehmen. Okay, dann erzähle ich euch mal eine kurze Geschichte. Ich schaue wieder auf den Zeitplan ein bisschen. Okay, so. Ich habe in meinem Leben schon an mehreren Bodybuilding-Competitions teilgenommen, weil ich auch eigentlich von Haus aus stinkfaul bin und dann manchmal einfach, um mich selber in den Arsch zu treten, mir Termine setze, wie zum Beispiel eine Bodybuilding-Competition, wo ich dann einfach halt schlank sein muss. Ja. Ich trinke seit Februar Kangenwasser und habe 11 Kilo abgenommen. Habt ihr das gerade gelesen? Boah, wer bist du? Dich muss ich interviewen. 11 Kilo abgenommen seit Februar Kangenwasser. Halleluja. Also wenn das geht, dann bist du zur gefeiertsten Person meines Lebens. Also ich sag's euch, ich habe keine 11 Kilo abgenommen, aber ich sag's euch, was ich gemacht habe. Ich hatte schon länger einen Termin in meinem Kalender stehen, wann wieder so eine Bodybuilding-Competition ist, weil ich gedacht habe, vielleicht pushe ich mich mal wieder ans Limit. Also für mich sind Gesundheit und Sport Dinge, mit denen ich mich schon sehr lange beschäftige, die ich schon sehr lange durchziehe. Als ich im März, ich habe mich auch schon viel mit Wasser und Wasserfiltern beschäftigt, weil ich, wie gesagt, seit vielen Jahren Frauen dabei helfe, abzunehmen. Und ich bin der Meinung, ich wüsste was über Gesundheit und Abnehmen. Und dann habe ich im März Kangenwasser kennengelernt und mich nochmal tiefer mit dem Thema beschäftigt. Und ich habe mich viel mit Wasserfiltern beschäftigt. Und als ich ein paar Bücher darüber gelesen habe und dann dieses Kangenwasser probiert habe, war ich allen Ernstes, ich habe gefühlt eine Woche lang erstmal geheult, weil ich zutiefst schockiert war. Schockiert, dass so viel von dem, was ich gelernt habe, völlig für die Tonne ist. Schockiert, dass wir so viel Geld, was ich persönlich und viele, viele andere Frauen, die ich kenne, in Nahrungsergänzungsmittel gesteckt haben, für die Tonne war, weil es überhaupt nicht in den Zellen ankommt, wenn unser Körper nicht das Wasser aufnehmen kann, was einfach dann passiert, wenn wir übersäuert sind. Und ich trinke seit Jahren schon stilles Wasser. Und trotzdem ist passiert, ich habe Kangenwasser probiert. Wie viele von euch haben denn schon mal entgiftet? Gebt mir mal ein Zeichen, wie viele von euch haben denn schon mal entgiftet? Okay, macht Entgiften Spaß? Wie fühlt sich das an? Wenn mal abgesehen von denen, die mit Kangenwasser entgiftet haben, so eine geile Entgiftungskur, ja, fühlt sich, macht Spaß? Nicht so sehr, ne? Nicht so sehr. Auch da, das ist was, wo wir uns durchquälen, um am Ende ein gutes Ergebnis zu bekommen. Wir wollen gesünder werden und wir wollen schlanker werden, ja, dann ziehen wir es durch, dann haben wir abgenommen und danach
Kommt, juhu, wir haben es schon ein paar Mal gesehen. Danach denken wir so, und jetzt habe ich das so durchgehalten und so durchgezogen. Und jetzt habe ich es mir aber verdient, wieder alles zu essen, was mich vorher dick und ungesund gemacht hat. Und stopfen uns wieder alles rein. Und dann hätten wir uns das Entgiften quasi sparen können, weil wir erstens wieder den gleichen Scheiß in uns drin haben als vorher und die 10 Kilo auch direkt wieder draufgefuttert haben. So. Kurzer Ausflug, Entschuldigung, in meine Emotionen. Also ich habe Kangenwasser kennengelernt, ich habe es probiert und Karin und ich haben es zusammen probiert und haben einen kleinen Fehler gemacht bei der Installation und haben uns nicht die richtigen Videos angeguckt und ich habe direkt ein Wasser mit einem pH-Wert von 9,5 getrunken, was ich euch gleich sage, tut das nicht am Anfang. Ich habe dieses Wasser getrunken, ein Glas. 10 Minuten später sage ich zu Karin, also das ist jetzt vielleicht ein komischer Zufall, aber mir wird es jetzt echt schlecht und ich habe Kopfweh und mir wird schwindelig, als würde ich entgiften. Das kann jetzt eigentlich nur Zufall sein, das waren jetzt keine 10 Minuten. Und ja, dann trinkst du mal ein bisschen Wasser, dann wird es schon wieder weggehen, habe mir ein paar Liter von Karins Wasser abgefüllt, bin ins Auto gestiegen und habe im Auto noch einen halben Liter 9,5er Wasser hinterher getrunken. und kam zu Hause an und habe mich erstmal ins Bett gelegt. Ja? Ich habe schon oft entgiftet, ich weiß genau, wie sich Entgiften anfühlt und ich wusste, mein Körper ist jetzt einfach volles Rohr am Entgiften. Nach 10 Minuten habe ich es gemerkt, Stunde später lag ich flach, weil mein Körper so stark am Entgiften war. Schon klingelt mein Telefon, Karin ist dran und sagt, trink nicht mehr dieses 9,5er Wasser, stopp, das darf man am Anfang nicht trinken. Sag ich, sehr schön, ich habe gerade noch einen halben Liter getrunken, dann kann ich jetzt auch weiter trinken, weil es jetzt eh schon wurscht ist. Also schlechter Rat, mach das nicht. Ich lag 2 Tage flach und 2 Kilo waren weg. Boah. Einfach weg. Mach es trotzdem nicht. Mach das langsam. Es geht auch sanfter, ja? Okay. So, dann habe ich dieses Wasser eine Zeit lang getrunken und nach 3 Wochen habe ich gemerkt, meine Haare werden wieder voller. Wie viele von euch kennen das denn als Mama, dass euch die ganzen Haare ausfallen und die Haare auf einmal ganz dünn werden? Ja, ich habe 2 kleine Kinder mit 3 und 5 Jahren. Mir sind sämtliche Haare ausgefallen. Nach 3 Wochen sage ich, das kann jetzt nicht am Wasser liegen, aber guck mal, hier wachsen wieder lauter kurze Haare nach. Nach 3 Wochen dachte ich, das kann nicht sein, dass nach 3 Wochen die Haare voller werden. Dann hatte ich am Ellbogen immer ganz raue Flecken am Ellbogen. Nach 3 Wochen waren die größtenteils weg. Und dann gebe ich dieses Wasser meiner Tochter, meiner 5-jährigen Tochter, die Schokolade und Süßigkeiten und alles mögliche Pommes liebt. Wir trinken gemeinsam dieses Wasser. Ich koche Chicken Nuggets zum Abendessen. Meine Tochter beißt einmal ab, schiebt sie weg und sagt, ich mag einen Apfel und eine Banane. Was? So, nur mal dazu. Ja, für mich war ein ganz wichtiges Thema auch Gesundheit für meine Familie. Also ich sage nur dazu, mein Mann, ein absoluter Spezi-Trinker, trinkt auf einmal Wasser, weil es ihm schmeckt und er es gerne trinkt. Ne? Also auch hier, okay, aber ich wollte noch kurz über das Thema Abnehmen reden. So, Bodybuilding Competition stand in meinem Kalender und auch ich bin ja ein stinkfauler Mensch und dachte, okay, wenn ich da jetzt dieses Mal wieder teilnehmen möchte, dann müsste ich jetzt eigentlich nochmal 2 Kilo abnehmen und da habe ich jetzt eigentlich gerade keinen Bock drauf. Ist nicht so wichtig, lass das halt bleiben. Ich wollte das machen, um meinen Kundinnen nochmal zu zeigen, wie einfach es gehen kann. Aber ich hatte ehrlich gesagt echt einfach keinen Bock drauf. Bin in Urlaub gefahren. 3 Tage kam zurück, 3 Tage später war dieser Termin. So, meine Waage ist ein bisschen runtergegangen. Trotzdem war 3 Tage später, ich kam zurück, dieser Termin. Und irgendeine Stimme in mir hat immer noch gesagt, du gehst jetzt dahin und ziehst durch, um deinen Kundinnen zu zeigen, wie es einfach ist. Und eine andere Stimme von mir hat immer noch gesagt, 3 Tage, in 3 Tagen kannst du jetzt keine 2 Kilo abnehmen. Und außerdem habe ich keinen Bock. Und trotzdem sagte eine Stimme in mir, du machst es. Also was habe ich gemacht? Ich habe mich angemeldet und dachte, okay Körper, was können wir in 3 Tagen schaffen? Also habe ich, nachdem ich diesmal schon einige Wochen 8,5er Wasser getrunken hatte und schon gut entgiftet hatte, entschieden, okay, ich probiere jetzt nochmal, was passiert, wenn ich jetzt nochmal 3 Tage lang 9,5er Wasser trinke. Und ich habe 3 Tage später an dieser Bodybuilding Competition teilgenommen
und habe nochmal fast 2 Zentimeter um meine Hüfte abgenommen und stand dann mit 3 Tagen Vorbereitung so auf dieser Bühne. Und ich sag's euch, das kann jede von euch. Und es ist, ja, jetzt werde ich immer ausgelacht und sagen, ey du, die Leute sagen, Michi, du musst ja Wahnsinn. Ich finde es immer verrückt, wenn die Leute zu mir sagen, boah, bist du diszipliniert? Ey, wenn ihr wüsstet, was ich den ganzen Tag futter, ich bin überhaupt nicht diszipliniert. Ich weiß nur, was ich tue und trinke, genau, hier steht's, ein Wunderwasser, ein geiles Wunderwasser. Und weiß, wie ich mit diesem Wasser umgehe. Cynthia hat dieses Buch gezeigt, Handbuch für Hydroproxy. Ja, wie alt ich bin? Ich bin 39 Jahre alt und habe einen Sohn mit 3 Jahren und eine Tochter mit 5 Jahren. Also, ich weiß einfach nur, was ich tue und benutze diese Hydroproxy, die ich dank dieses genialen Wassers nutzen kann. So. Und jetzt freue ich mich, ich habe schon im Chat gesehen, wer ist denn diese Susanne? Die Susanne Dulle, die uns das alles hier eingebrockt hat, denn ohne die Susanne hätte keiner von uns hier dieses großartige Wasser. Die Susanne ist die Gründerin des Happy Water Teams und die Susanne ist die absolute Expertin für dieses Wasser. Sie hat nicht nur sich selbst von wirklich fieser, böser Migräne befreit, die sie regelmäßig über viele Jahre hatte, sondern hat schon ganz, ganz vielen anderen Menschen geholfen, sich in ihrem Körper wieder pudelwohl zu fühlen. Und es ist mir eine große Ehre, ich sehe sie jetzt gar nicht, aber ich weiß, sie ist da. Da ist sie. Eine große Ehre, sie euch jetzt vorstellen zu dürfen. Und sage deshalb jetzt herzlich willkommen für die einzigartige, großartige Susanne Erstmal vielen Dank an dich, liebe Michaela, für diese tolle Überleitung. Und der Thorsten Franke hat dir noch ein ganz tolles Kompliment gemacht. Germany's Next Topmodel. Da fängt der Sonntag doch schon mal super an. Ja, ich freue mich auch unendlich, diese Community hier zu sehen und diese Erfahrungsberichte hier zu lesen. Auch die Susanne, die ich ja persönlich kenne, hatte eben geschrieben, 18 Kilo abgenommen innerhalb von einem Jahr. Und wichtig ist natürlich dann immer auch dabei zu sagen, hat man gleichzeitig die Ernährung geändert oder nicht? Und du hattest es ja wunderbar reingeschrieben, Susanne, du hast nichts geändert außer das Wasser. Und es ist natürlich immer die Frage, wo komme ich her, wo gehe ich hin? Und je nachdem, wenn du viel zu wenig getrunken hast oder in Anführungsstrichen die falschen Getränke, dann macht so ein Wasserwechsel natürlich extrem viel aus. Und ich habe mich super, super gefreut, Michaela, zu hören, was du da jetzt mit deiner Familie schon an Erfahrung sammeln konntest. Weil ich weiß ja, dass du sehr kritisch warst, weil du sagst, Mensch, ich beschäftige mich schon so lange mit dem Thema Ernährung und so lange mit dem Thema Wasser. Warum soll ich jetzt ionisiertes Wasser trinken? Und gesund und fit bin ich doch eh. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo ich gerade mal drauf eingehen möchte. Ja, ich bin über Krankheit hier hingekommen, über Migräne, aber mir ist es so wichtig und so eine Herzensangelegenheit, dass ihr bitte nicht krank sein müsst, um euren Wasserwechsel zu vollziehen. Ja, ganz im Gegenteil, es ist so ein geniales Tool zur Prävention. Und meine Hauptmessage ist halt immer, es ist Prävention für dich und deine Familie. Und für die Umwelt. Ja, ihr habt es eben gesehen, was Cynthia besprochen hat, was sie da, wie du es haushaltstechnisch einsetzen kannst, dann 2,5 und 11,5er Wasser zum Beispiel. Für die, die ganz neu sind, wenn wir hier mit diesen Zahlen jonglieren, dann meinen wir die pH-Werte. Und der pH-Wert steht immer dafür, wie viel Anteil Wasserstoffionen sind im Wasser drin. Und das Gerät entscheidet dann quasi, ob es das Wasser schnell über deine Immunisationsplatten fließt oder langsam, mal ganz einfach ausgedrückt, ob wir einen kleinen Wasserfall haben oder einen großen. Und je nach Fließgeschwindigkeit hast du einen anderen pH-Wert. Insgesamt kannst du 7 Stück mit deinem Kammgerät herstellen und es dementsprechend so, so vielseitig einsetzen, dass ich immer sage, das ist der Allrounder für deine
Küche und am Anfang trinkt man vielleicht nur und mit kann jeder in seinem Tempo dann schauen, für was er es sonst noch einsetzen möchte. Aber damit hat jeder Einzelne von uns die Möglichkeit, so viel auch für die Umwelt zu tun, ja. Umso weniger Medikamente du brauchst, umso weniger chemische Sachen du ins Abwasser gibst, sind wir alle schon mal proaktiv unterwegs. Und das, finde ich, gehört so raus in die Welt. Und das kannst du de facto nur mit einem Immunisationsgerät. Ja, es gibt tausende Filter, es gibt rechts gedrehtes Wasser, links gedrehtes Wasser, es gibt Granderwasser, es gibt zigtausende Wassersorten zu kaufen, aber diese Vielseitigkeit geht nur mit einem Immunisationsgerät. Und dann kommt noch dazu, dass wir die einzigen sind am Markt, ich weiß gar nicht, ob euch das allen bewusst ist, die ein 2,5er und 11,5er Wasser herstellen können. Ja, und das dürft ihr euch echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Und somit würde mich interessieren, ich habe gesehen, wir haben ja auch viele dabei, die mich schon sehr, sehr lange begleiten. Wie gesagt, ich mache das jetzt im 8. Jahr. Das 8. Jahr fängt jetzt im Juni an. Und wenn ihr möchtet, schreibt doch gerne mal rein, wofür ihr euer Wasser so liebt, was ihr am liebsten mit eurem Wasser macht. Da würde ich mich extrem freuen. Und schreibt doch auch gerne mal den einen oder anderen Erfahrungsbericht noch rein zum Teilen, weil ich habe es auch in der Ankündigung für heute gesagt, ich freue mich immer so darüber, täglich Nachrichten zu kriegen, warum es wem besser geht. Ja, auch wie Michaela sagte, so Kleinigkeiten wie trockene Ellbogen, ich hatte das auch extrem, aber es sind ja alles Sachen, die nicht sein müssen, nicht sein sollen. Und wenn sich auch sowas verändert, ohne dass du wieder zum Hautarzt musst oder die 3000ste Creme ausprobierst, weil es einfach von innen heraus wieder versorgt wird, dann ist das doch einfach mega. Ja, was bedeutet die Hydroxyproxie allgemein? Das heißt, es ist ein Buch, das ist die Schaukeltherapie. Das heißt, du fängst an, den Körper mit den verschiedenen pH-Werten in eine Schaukeltherapie zu bringen. Und der Roland Fischer, der das geschrieben hat, der ist Heilpraktiker. Und wenn ihr so ein Gerät habt und gerne das Wasser vielseitig einsetzen möchtet, dann kauft euch unbedingt das Buch, gibt es bei Amazon, 17,90 € kann ich echt nur empfehlen. Ja, also schreibt gerne, gerne mal rein, was für Erfahrungen habt ihr noch mit dem Wasser? Die Susanne hat es geteilt, 18 Kilo abgenommen. Eben war, glaube ich, Birgit, die hat 11 Kilo abgenommen. Ja, Bettina schreibt 2,5er und 11,5er Wasser als Spraykur bei Hautirritationen und Ausschlag. Ja, wir hatten letztens auch wieder eine Dame, die hatte jahrelang Beschwerden mit der Kopfhaut und hat dann auch diese Schaukeltherapie mit 2,5er und 11,5er eingesetzt und weg war es. Augentropfen, auch mega, wenn ihr Allergien habt, Heuschnupfen oder sonst was, macht euch damit Nasenspülung oder benutzt es als Augentropfen, statt da auch wieder irgendeine Chemie, eine Antibiotika oder Cortison an eurer Haut und euer Biosystem zu geben. Ja, Susanne schreibt noch, ich hatte zwei Fuß-OPs und brauchte nach der OP keinerlei Schmerzmittel, obwohl ich aus der Klinik Opiate mit nach Hause bekommen habe. Genial. Weil wichtig auch nochmal, Kangen ist japanisch und steht dafür zurück zum Ursprung, ja, dass dein Körper wieder lernt, sich ursprünglich zu versorgen. Und deswegen ist das alles nicht spooky, was er hier liest, sondern es ist einfach logisch nachvollziehbar, weil er mit diesen Ionen, Wasserstoffionen, wieder perfekt versorgt wird. Ulrike schreibt hauptsächlich zum Trinken. Unser Kaufgrund war, jetzt bist du gerade hochgerutscht, unser Kaufgrund war die Prävention. Wenn ich unseren Bekanntenkreis schaue, weiß ich, dass sich diese Investition mehr wie gelohnt hat. Ja, Ulrike ist auch schon seit 8 Jahren mit dabei. Ja, Elvira schreibt, trinken, Obst, Gemüse sauber machen zum Kochen. Birgit schreibt, ich hatte fast 25 Jahre eine großflächige Wunde am Bein. 2,5 hat es geheilt. Wow, das ist krass. Prävention für meine Kinder, sie zu guten Wassertrinkern zu erziehen, ja, und vor allem zu nachhaltigen, ne? Man kauft sich einmal diese schönen Flaschen und kann sie dann jeden Tag wieder befüllen. Ja, und nach 2 Monaten Trinken schreibt die Kerstin mehr Energie ohne Ende. Die Haut ist nicht mehr trocken, neue Haare sprießen. Schön. Gewicht 1,5 Kilo weniger. Das Wasser ist sanft und so lecker. Ja. Wow, was für schöne Ergebnisse, liebe Absolut. Susanne.
Ja, mega, mega. Da kriegt man doch wirklich Gänsehaut, vor allem wenn man deine Geschichte ja gehört hat, wie du gestartet bist. Magst du uns ein bisschen mitnehmen, auch bei deinem Start, was dich auch dazu bewogen hat, so stark dann auch gleich das Happy Water Team zu gründen, mit allem, was es dazu gibt, inklusive Homepage, Shop. Also was war der Punkt von, du hattest eine Lösung gesucht für dein Migräne-Thema hin zu diesem ganzen großen Aufbau? Ja, das ist danke für die Frage, liebe Karin. Das ist ganz spannend, weil für der ein oder andere, der es vielleicht noch nicht weiß oder eben wurde es kurz erwähnt, ich habe in Aachen Betriebswirtschaft studiert, war dann ein paar Jahre bei der Bank im Investment tätig, Optionsscheintrading in Frankfurt und in London. Dann habe ich gesagt, nee, eben wurde ja auch abgefragt, wer reist gerne? Also hier habt ihr die Reisetante in Persona sitzen. Also ich liebe es, die Welt zu entdecken, ja, und auch länger vor Ort zu sein. Und da habe ich gedacht, das ist ja ein schöner Job, den ich da bei der Bank mache. Aber ich war von Computern umgeben bei Neonlicht, ja, und habe gedacht, nee, das ist, und es war sehr stressig. Und habe ich gedacht, nee, so möchte ich nicht alt werden. Und da habe ich gedacht, ach, da fährst du mal so ein halbes Jahr AIDA, siehst ein bisschen von der Welt und in der Zeit kannst du dir überlegen, wie du dann im Leben weitermachst. Aber die es mich kennen, wissen, es waren dann 12 Jahre, weil es mir extrem gut gefallen hat. Und da auf dem Meer zu sein, dann habe ich gemerkt, Wasser ist so mein Element. Und ich habe mich immer gefragt, warum geht es mir auf dem Meer so gut? Ja, oder viele Menschen, ja, wenn man sich erholen will, fährt man ans Meer, man fährt in die Berge, wo Wasserfälle sind. Und das konnte ich mir damals gar nicht beantworten. Und jetzt mit meiner 8-jährigen Tätigkeit im Wasser total logisch. Weil da sind viele Ionen, ja, überall da, wo Elektrizität und Wasser zusammenkommen. Das heißt, bei einem Wasserfall oder im Meer, wo viel Wellenbewegung ist oder nach einem Gewitter. Überlegt mal, wie riecht es, wenn es so richtig schön gewittert hat? Da riecht die Erde doch wie frisch gewaschen, oder? Weil das sind auch, weil da ist ionisierte Luft im Raum. Oder in der Welt oder da, wo es gerade geblitzt hat. Und da wurde mir klar, Mensch, wie cool ist das denn? Wenn du nicht unbedingt am Meer wohnen kannst oder am Wasserfall, dann kannst du dir zumindest einen Ionisator nach Hause stellen, um dich täglich damit zu versorgen. Und das hatte ich so nach 12 Jahren AIDA. Ich hatte so Elternzeit zu Hause, hatte mich dann von meinem Partner getrennt, was alles nicht so geplant war. Und war dann hier so allein zu Hause und habe gemerkt, zu AIDA zurück, das geht nicht mehr. Wie soll es weitergehen? Das wusste ich auch noch nicht so wirklich und habe dann erstmal meine Elternzeit genossen. Und dann kam das Wasser zu mir wegen der Migräne. Ja, weil ich gedacht habe, eine Freundin sagte man dann zu mir, Mensch, Susanne, du ernährst dich gesund, du nimmst hochwertige Nahrungsergänzungsmittel, du machst Sport, aber trink doch mal bitte ein anderes Wasser. Und ich hatte schon gedacht, mit Volvic und teilweise gefiltertem Leitungswasser, dass ich da schon richtig cool aufgestellt bin. Und naja, auf jeden Fall habe ich mich auf die Suche nach dem Wasser gemacht, kam zum Kangenwasser, habe es getrunken. Mir ging es ähnlich wie Michaela. Ich habe dann so mal die pH-Werte durchgetestet, habe gemerkt, uiuiui, die machen aber ganz schön viel gerade mit mir. Wir waren da ein bisschen schwindlig und so weiter. Und habe dann angefangen zu trinken, war super begeistert, habe das Firmenkonzept super verstanden, ja, auch diese Weiterempfehlungsmöglichkeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Network ist ja teilweise so in Deutschland noch so ein bisschen so behaftet, so ich weiß nicht, ne, ob ich da Network, ob ich das machen will. Also nach 8 Jahren kann ich sagen, es ist das Geilste. Ja, warum? Weil wenn du was irgendwie bei Mediamarkt, Amazon oder sonst wo kaufst, du kannst total begeistert sein und empfiehlst es weiter, kriegst du da ein Dankeschön? Nee, ne, egal, ob du sagst, 3000 Leute, kauft es, kauft es. Und hier ist es so, du bist begeistert. Es muss natürlich authentisch sein, es muss intrinsisch sein. Aber wenn du begeistert bist, dann kriegst du halt ein Dankeschön-Feedback oder ein Dankeschön-Kickback. Und das ist so cool, dass du schon nach 9 Kickbacks, da gehe ich aber gleich nochmal drauf ein, hast du deine ganz wertvolle Wasserquelle für 0 € in deiner Küche stehen. Und es ist ja egal, wann du empfiehlst, es ist.
Ob du das in einem Jahr machst, in 10 Jahren, ist total egal. Und das finde ich so sexy, dass hier ohne Druck gearbeitet wird, mit einer japanischen Korrektheit, weil die Firma ja in Japan sitzt. Am Dienstag werde ich da sein. Am Dienstag geht es los, ja, zum 50-jährigen Jubiläum nach Japan. Und ich habe dann mein eigenes 50-jähriges Jubiläum. Ja, ist ganz cool. Die Firma und ich haben zeitgleich Geburtstag. Und dann werden wir gemeinsam 100 und werden da wunder, wunder, wunderbar feiern. Und das ist was, was ich so für mich verstanden habe, dass Wasser wichtig ist, dass das Konzept genial ist, dass die Firma genial ist. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, Susanne, du hast zwar vom Vertrieb keine Ahnung, du hast noch nie im Network gearbeitet, aber das ist so genial, ich werde das jetzt hier rocken. Und ich bin nicht zurück zur AIDA gegangen, und habe da mein sechsstelliges, ich hatte ein Senior Manager Gehalt, was sechsstellig im Jahr ist, und habe gesagt, nee, I don't do it. Ich habe hier eine Passion, ich fühle, dass das erfolgreich wird. Ich habe zwar noch keine Ahnung wie, aber I go for it. Also alle meine Kollegen, Familie haben gedacht, jetzt ist sie total durchgeknallt. Wie crazy ist das denn? Die hat doch ihren Job auf AIDA geliebt, der ist sicher, Tourismus wächst, Kreuzfahrt wächst, sechsstelliges Jahresgehalt. Was macht sie da? Ja, und mir war klar, wenn ich das mache, dann richtig. Und um deine Frage zu beantworten, Karin, damit wurde das Happy Water Team gegründet, weil ich dann die Leute auch darüber informieren möchte, wo sind denn überhaupt die Unterschiede, wenn ich einen 8,5er trinke oder einen 9,0er, dass da 50.000 Einheiten mehr Wasserstoff dazwischen sind, ja. Und dass es nicht nur einfach eine 0,5-Zahl Unterschied ist. Und weil ich habe das damals alles nicht so gewusst, ich bin da nicht so an die Hand genommen worden. Meine Berater waren total lieb und nett, ja, die waren super, aber die waren halt nicht so tief im Thema drin. Und ich habe gesagt, okay, wenn ich das mache, dann will ich tief ins Thema einsteigen und wirklich eine Plattform anbieten, wo jeder in seinem Tempo sich informieren kann. Und somit ist der Happy Water Team Mitgliederbereich entstanden, wo jetzt mittlerweile 8 Jahre geballtes Wissen für euch ist mit ganz viel Videomaterial. Und für die dann sagen, Mensch, das ist so cool, ich bin eh begeistert, ich möchte das weiterempfehlen oder ich müsste mir ein Nebeneinkommen aufbauen oder ein Haupteinkommen. Dann gibt es natürlich auch einen Businessbereich, der genauso voll mit Wissen ist. Und somit kann hier jeder in seinem Tempo sein Know-how vertiefen, sich da weiter reinarbeiten. Ja, und das war so mein Grund, warum Happy Water Team. Happy Water for Happy People. Und man sieht, es ist eine Community, wo halt auch ganz viel gleichgesinnte Menschen angezogen werden. Und das ist natürlich nochmal das Add-on, ja, wenn wir uns hier über Ernährung, über Wasser unterhalten, über Nahrungsergänzung, über Sport und so weiter, das ist unser Normal, wo man manchmal ja, je nachdem, in welchem Umfeld man ist, dann, dass das nicht so normal ist. Und hier ist das total normal, dass man sich auf allen Ebenen weiterentwickelt, sich Tipps gibt und einfach guckt, dass wir, ich nenne das immer so liebevoll, ein Well-Aging haben, wo du aber kein Botox für brauchst oder andere komische Chemie oder irgendwelche OPs, sondern wenn wir rechtzeitig anfangen, uns um wirklich unsere Gesundheit zu kümmern, dann finde ich das total sexy, ein Well-Aging zu haben. Warum? Weil meine Vision ist, dass ich mit 80, 90 noch die Laufschuhe an den Füßen habe, ja, und da meine morgendlichen Joggingrunden durch den Wald drehen kann und nicht Kopf unterm Arm, geschweige denn mit dem Rollator einkaufen gehen muss. Weil vielen Menschen wird halt echt erst dann bewusst, dass sie was tun müssen, wenn sie halt den Kopf schon fast unterm Arm haben. Und da ist immer so mein Impuls an euch, umso rechtzeitiger anfangt, euch mit Wasser, Ernährung, Mindset und Sport auseinanderzusetzen, es wird euch die nächsten Jahrzehnte tragen. Und hier habt ihr eine Community, die euch nicht bekloppt erklärt, wenn ihr so denkt und nicht sagt, das liegt an euren Genen oder es liegt daran, die sondern sagen, no, go for it, wir unterstützen uns da. Mega, Susanne. Ich feiere dich dafür, dass du das damals ins Leben gerufen hast. Und nicht nur das, du bist all in gegangen. Du hast sogar gleich noch einen Merchandise-Shop dazugepackt. Und ich bin ja seit vielen Jahren Unternehmerin. Ich weiß, was es heißt, wenn man das alles erstmal designen muss. Dann, ne, hast du die Prototypabzüge und alles an Sachen, die du nochmal vom Layout prüfen musst. Also da steckt so, so viel Arbeit drin, die du dir gemacht hast für alle. Ja, dass es heute auch, ne, diese wunderschönen blauen Flaschen gibt mit Happy Water Logo. Also es ist einfach mega, dass du das wirklich alles ins Leben gerufen hast. Vielen, vielen Dank dafür. Es ist alles da. Ja, man muss nichts mehr entwickeln.
Man darf direkt gleich loslegen, ob man das Wasser einen interessiert als Kunde, ob man Lust hat, damit auch Geld zu verdienen. Und das wäre jetzt meine nächste Frage an dich, um vor der Pause auch ein bisschen so einen Einblick zu bekommen. Ganz easy erklärt, weil ich hier gerade so die Wasserflasche da habe. Vielleicht magst du allen, die hier sind und sagen, wow, wenn das so cool ist, dann will ich auch dieses Thema Empfehlung oder vielleicht auch ein zusätzliches Business oder überhaupt ein eigenes Business damit aufbauen. Dass man mal kurz weiß, was kann man denn da verdienen? Ist das für irgendjemand hier interessant, ja? Oder wollt ihr alle nur das Wasser? Ja, das wäre jetzt mal eine spannende Geschichte mit dem Chat. Und deswegen wäre es ganz super, Susanne, dass du uns das mal ganz easy erklärst, bitte. Ja, super, super, super gerne. Ja, und warum gibt es den Happy Water Team Shop dann nochmal auch für euch? Weil Kangen gibt es seit 5 Jahrzehnten. Natürlich gibt es mehrere Kangen-Distributoren und ihr habt halt hier die Möglichkeit, sozusagen mit dem Kangen-Gerät haben wir den hochwertigsten Ionisator, den es am Markt gibt, ja, weil auch medizinisch zertifiziert, alle ISO-Standards und so weiter. Und zusätzlich habt ihr aber auch zum Premium Wasser einen Premium Service. Und das heißt, wenn ihr mit den Flaschen, mit den Roll-ups, mit den Logos nach draußen geht, Happy Water hat sich in Deutschland schon sehr, sehr etabliert. Ja, wir sind jetzt fast über 11.000 Kunden. Und da ist es natürlich total mega, wenn ihr sagt, hey, bei mir kriegst du nicht nur Kangen Wasser, sondern mit dem Service vom Happy Water Team. Das ist nochmal der Gedanke dahinter, wo ich immer alle sage, geht in die Sichtbarkeit. Wenn ihr möchtet, zeigt keine Kangen Flasche, zeigt die Happy Water Team Flaschen, dass die Leute wissen, ach cool, bei der Ulrike, bei der Susanne, bei der Karin, bei der Michaela, bei der Cynthia gibt es Kangen plus Happy Water Team Service. Ja, und wenn du begeistert bist, es ist immer so, dass es standardisiert ist. Das finde ich ja auch so mega. Es ist total egal, welche Schulbildung du hast, wie viele Sprachen du sprichst, ob du einen Doktor-Professorentitel hast, wie viel Berufserfahrung. Es fängt jeder mit dem gleichen Tool an. Und das heißt, für deine erste Empfehlung bekommst du 285 Euro Kickback. Könnt ihr das gut sehen? Oder das ist spiegelverkehrt, ne? Das passt, ne? 285 Euro bekommst du für deine erste Empfehlung. Für deine zweite Empfehlung nochmal 285 Euro. Ab der dritten Empfehlung bekommst du schon 570 Euro. Und das ist eine Zahl, wo du in vielen Networks richtig große Teams aufbauen musst, richtig Gas geben musst, eine riesen Kundenbetreuung hast, für überhaupt mal 570 Euro zu verdienen. Oder manche, ich sag mal, die haben 520 Euro Job. Wie viele Stunden müssen die pro Woche da arbeiten, damit sie 520 Euro am Monatsende haben? Ich würde jetzt mal schätzen, das ist pro Woche 8 bis 10 Stunden, ja, oder 8 Stunden zumindest. Und das heißt, wenn du hier 8 Stunden die Woche in dein Business hier reinsetzen würdest, dann ist nicht nur eine Weiterempfehlung, ich glaube, dann sind locker zwei, weil es geht auch hier natürlich um Engagement. Wie viel Zeit investierst du? Also, ab dem dritten Gerät sind schon 570. Und das heißt, wenn du jetzt schon 3 Empfehlungen hast und die empfehlen mit dir oder du selber empfiehlst viel, dann kriegst du ab dem 11. Gerät schon 855 Euro. Ja, 855. Das ist ein Punktesystem. Das eine ist der erste Punkt, das andere ist ab dem dritten Punkt und ab dem 11. Punkt sind es hier diese 855 Euro. Und das Ganze steigert sich dann nochmal ab dem 21. Verkauf. Aber für mich ist es erstmal wichtig, dass ihr wisst, erster Verkauf 285. Hier kann man auch ein Turbo einlegen, wenn ihr sagt, Mensch, ich bin total begeistert. Ich will eine K8 will ich sowieso haben. Ich möchte auch noch die Anespa haben oder vielleicht, ihr seht es hier, unseren M-Guard, der Elektrosmog harmonisiert oder ihr möchtet vielleicht das Ukon haben, das ist das Kurkuma, was in Japan auf ganz tollen Feldern wächst. Dann gibt es einen Schnellstart, dann kauft man nämlich 3 Produkte von der Firma und dann habt ihr schon ab der ersten Empfehlung, also von eurer ersten Empfehlung an, 570 Euro Kickback. Also wenn ihr wissen wollt, wie dieser Schnellstart geht und ihr bereit seid, direkt 3 Produkte für euch zu testen, wo ihr sowieso ja auch dran Freude haben werdet, dann spricht auch denjenigen an, der euch eingeladen hat.
dann gibt es nämlich direkt schon den Shortcut zu 570 Euro. Und das ist, finde ich, immer so das Erste und Wichtigste, was man wissen muss. Und dass man dann nach 9 Empfehlungen, und die sind absolut machbar, bei 9 Empfehlungen bist du bei 0 Euro für dein eigenes Gerät. Dann hat dich das nichts gekostet. Und was ich immer, ja, immer, immer, immer wieder gerne erwähne, wir sind auch der einzige Ionisator, der ein Reinigungssystem eingebaut hat. Ja, die Konkurrenz schreibt dann immer gerne, ja, unser Gerät muss man nicht reinigen, das macht es selber. Ja, eine Umpolung haben wir auch. Aber trotzdem machen wir einmal im Monat Zitronensäure rein. Also wenn du dabei bist und du machst es noch nicht, bitte einmal im Monat dein Gerät mit der mitgelieferten Zitronensäure reinigen, damit du dein Gerät 20, 25 Jahre benutzen kannst. Ja, und die anderen Anbieter, die sagen, okay, nach 3, 4 Jahren ist ein Gerät durch, wenn man das nicht entkalkt und säubert. Super, habe ich wieder Neukunden. Und du kannst bei mir gerne wieder ein neues Gerät bestellen. Und ich habe dir eben gesagt, für mich ist der Umweltaspekt sehr, sehr wichtig. Somit möchte ich dir ein Produkt empfehlen, wo du auch wirklich die Nachhaltigkeit hast vom Produkt selber. Und das haben wir hier, indem wir diese Reinigungsfunktion drin haben und du dein Gerät 20 bis 25 Jahre benutzen kannst. Und dann haben wir hier auch eine Wartung mit drin. Die sitzen ja in Düsseldorf, die Firma. Da kann man alle 2 Jahre sein Gerät zur Wartung hinschicken. Das ist wie mit dem Auto, was man in die Inspektion gibt. Und somit ist es gewährleistet, dass wir hier keinen Elektromüll produzieren, sondern dass du wirklich was Tolles, Hochwertiges hast zu Hause mit einer gleichbleibenden Wasserqualität. Und weil, wenn du ja weiterempfiehlst, weiß ich, wie es dir geht, du stehst ja mit deinem Namen, mit deinem Gesicht da. Und ich möchte halt nur was weiterempfehlen, wo ich 1000% auch hinterstehe, weil ganz viele Freunde und Freundinnen von mir, ich habe eben die Petra im Chat gesehen, das ist meine beste Freundin, wir haben uns vor 30 Jahren in New York kennengelernt und sie hat mir auch vertraut und so ein Gerät gekauft. Oder die Betty sehe ich hier, ja, es ist ganz viel Vertrauen und da kann man nicht irgendwas anbieten und sagen, oh, hoffentlich sehe ich die nie wieder, weil jetzt bringt die das und die ist überhaupt gar nicht zufrieden, sondern es ist ganz im Gegenteil, dass Freundinnen, die erstmal über das Vertrauen einsteigen, die das Wasser mittrinken, nachher sogar Geschäftspartnerinnen werden. Und das ist noch ein schönes Add-on, weil ich glaube, mit der einen oder anderen Freundin hätte ich nie so viel Zeit verbracht, wenn wir nicht noch zusätzlich auch zusammenarbeiten würden. Das denke ich mir bei Karin und Cynthia ähnlich. Man mag sich eh und wenn man dann noch zusammenarbeiten kann, Visionen spinnen kann, sich austauschen kann, das ist für mich noch ein super, super Geschenk obendrauf zu diesem ganzen Wasserbusiness. Wow, herzlichen Dank, Susanne, dafür. Ja, dann, es ist jeden Tag wieder aufs Neue. Wir wissen, wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Und damit auch alle anderen jetzt, die vielleicht heute das erste Mal hören, eingeladen worden sind und dann in der Pause das alles mal Revue passieren lassen, was sie heute gehört haben, magst du uns noch ein bisschen kurz mitnehmen bei den unterschiedlichen Möglichkeiten zum Einstieg? Also, wenn ich mich jetzt dafür interessiere, wie kann ich am besten losstarten? Was wäre so deine Empfehlung aus 8 Jahren Praxis? Wie macht man das am besten? Ja, ich hatte es eben kurz erwähnt. Also wenn ihr genauso begeistert seid von diesen Produkten wie ich, ne, die Anespa, die Dusche, was ja Sinn macht, weil die Haut ja sehr viel Wasser absorbiert beim Duschen und Baden. Und da könnte man Versuche machen, dass zum Beispiel, wenn Chlor im Wasser ist, ist danach, wenn du da in der Badewanne drin gesessen hast, ist das Chlor nicht mehr im Badewasser, sondern in deiner Haut. Ne? Und wenn du dann sagst, Mensch, ich will lieber auch in hoher Qualität baden, mein Spa zu Hause, das ist dieser Schnellstart, was ich eben sagte, das ist ein Trifecta, nennen wir das, weil es 3 Produkte sind. Das ist dann die Anespa, ein Kammgerät und dann entweder das Ukon oder halt den M-Guard und dann hast du direkt schon ab der dritten Empfehlung die 570 Euro. Herzlichen Dank nochmal für die Zusammenfassung, für alle, die jetzt genau wissen wollen, wie geht es weiter. Vielen, vielen lieben Dank, Susanne. Es ist viel Arbeit, die du reingesteckt hast, um so schöner zu sehen, wie das alles aufgeblüht ist mit einem großartigen Team. Deswegen danke, dass du auch heute noch, kurz bevor du in den Flieger steigst, nach Ja. Zeit hast für unser Wasserevent. Vielen, vielen lieben Dank an dieser Stelle. Und ich Ja, gebe da nochmal noch ganz. mal ganz, da noch kurz auch Danke an euch, Karin und Cynthia und auch an Michaela. Ich weiß, ihr habt ja im Hintergrund ganz viel Zeit auch reingesteckt. Also auch da an der Stelle schon ein großes, großes Dankeschön an euch.
Und ich habe aber kurz noch eine Frage, weil ich habe so geile, nur mit dem rechten Augenwinkel gesehen, dass hier noch so geile Feedbacks drin steht. Habt ihr die alle gelesen oder soll ich gerade noch mal die Erfahrungsberichte aus dem Chat teilen? Dann mal kurz Hand hoch, sollen wir die gerade noch mal gemeinsam schnell durchgehen? Weil es stehen, Karin, die 2 Minuten brauche ich, weil die Resultate sind der Hammer. Sehr Aber gerne. Elke schreibt, keine Krämpfe mehr während der Menstruation, also während der Periode, diese PMS-Probleme. Mega, weil wie viele junge Mädchen und wer überhaupt hat damit zu tun? Danke dafür. Petra schreibt, als Sonnenschutz 11,5er pur auf die Haut sprühen. Da brauchst du dir nämlich auch nicht mehr irgendwelche Parabene und Chemikalien drauf machen. Susanne schreibt, einfach das 11,5er Wasser auch als Sonnenspray nutzen, jede 15 Minuten nachsprühen. Heidrun, hat jemand Erfahrung mit Posare-Schuppenflechte, hilft der Kangenwasser? Ja, sprich die Kontaktperson an, die dich eingeladen hat, haben mir ganz viele Berichte von. Ich selber hatte Schuppenflechte und ich kann sagen, es ist alles weg. Mein Sodbrennen auch. Ulrike, hier aus der Gruppe zur Hautpflege, Verbesserung bei Neurodermitis. Kein Asthmaspray mehr, keine Sonnencreme mehr, Haustiere. Wir haben auch eine Tiergruppe. Danke dafür. Was uns gut tut, tut den Tieren gut. Haustiere lieben es. Sauberes Hautbild, keine Mitesser mehr. Also wenn ihr Kinder in der Pubertät habt, bevor die mit irgendwelchen Gesichtswässern anfangen, ja, mega. Weniger Migräne, weniger Verspannung, Gemüse und Obst schmeckt besser. Susanne nochmal, Heuschnupfen ist weg, meiner auch, ja, und Bindehautentzündung sind mit Schaukeltherapie 2,5, 11,5 auch Vergangenheit. Paulina, schon mehrere Ulkus, Kuritis, Unterschenkelgeschwüre behandelt, ohne Antibiose in einer Allgemeinarztpraxis. Ja, wir haben auch immer mehr Arztpraxen, die das tatsächlich für ihre Patienten einsetzen. Und dann noch das Letzte von der Birgit. Ursprünglich habe ich das Gerät nur zum Trinken für den Säure-Base-Haushalt und zum Entgiften für meine Klienten und für uns angeschafft. Inzwischen schätze ich auch die zusätzlichen Möglichkeiten sehr. Zum Beispiel, dass ich mit den Funktionsfässern Obst und Gemüse von Pestizide befreien und vitalisieren, Chemikalien im Haushalt reduzieren und ich über die Hausapotheke unabhängig von der Schulmedizin machen kann. Super, super, super. Ich feiere euch dafür. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Und das ist genau der Grund, Karin, warum ich das Happy Water Team gegründet habe, weil einer alleine kann nicht das wuppen, was hier das ganze Team wuppt. So schön. Vielen Dank, Susanne. So, und jetzt unterbreche ich euch einfach mal, denn unsere wunderbaren Teilnehmerinnen, also nochmal herzlichen Dank an dich natürlich, Susanne, mega, was du machst, haben sich jetzt aber unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben sich jetzt mal alle eine Pause verdient. Die haben so brav die Energie hier hochgehalten, nicht geraucht und so weiter. Mega an euch alle, ihr seid der Wahnsinn. Mal einen riesen Runde Applaus für jeden Einzelnen von euch. Und jetzt will ich euch gar nicht länger voll texten, sondern ich sag's gleich, wir machen eine Pause bis 12:45 Uhr. Da könnt ihr schon mal mit Happy Water anstoßen oder die Zeit in der Pause nutzen, euch bei der Person zu melden, die euch hierher eingeladen hat, von der ihr den Link bekommen habt. Dann könnt ihr schon mal eure Begeisterung teilen. Ganz wichtig, meldet euch bei der Person, die euch hierher eingeladen hat. Und wer mag, bleibt auch gerne in der Pause dran. Es wird ein schöner Film laufen übers Wasser. Und jetzt ab in die Pause, dass wir pünktlich um 12:45 Uhr, pünktlich um 12:45 Uhr wieder loslegen können. Eine schöne Pause, bis gleich. Bis gleich, freue mich. Thank you.